Anarchiter Mann gesehen. Ah, ist denn das die Möglichkeit? Wo steckt denn Dieter? Meine Güte, da verspricht er mir erst eine Sekretärin und dann habe ich einen Haufen Schreibkram und kann alles selber tippen. Jetzt komme ich doch überhaupt nicht zu hören. Guten Tag. Sie sind also die neue Sekretärin? Ja. Dietlinde Männchen, seit 40 Jahren organisiert. Ah, ja, Sie werden also für mich schreiben und so weiter. Schreiben, ja, und so weiter können Sie gleich voll vergessen. Ich meinte, Sie werden für mich tippen. Bitte was? Tippen. Abo oder Telelotto? Ich meinte eigentlich tippen auf der Schreibmaschine, nicht? Was gewinnt man denn da aus einer Sehnenscheidentzündung? Was eine Type ist, das wissen Sie hoffentlich, nicht? Seit ich Sie kenne, ja. Ich meine, entschuldigen Sie bitte, das sind doch hier Typen, nicht wahr? Ja, und das hier sind Tasten, nicht wahr? Dauer! Wie viele Tasten hat überhaupt eine Schreibmaschine? Oh, wir können ja mal gemeinsam durchzählen. Aber ich glaube, es sind weniger als beim Klavier. Warten Sie, ich fange mal an. 1, 2, 3. Wann können Sie überhaupt auf dieser Maschine schreiben? Auf dieser? Ja. Auf dieser kann ich schreiben, ja. Ja? Zum Beispiel? Zum Beispiel? Ja, das kann ich schreiben. Gut, dann kann ich das. Ja, das machen wir folgendermaßen, Kollege Chef. Wir suchen erstmal das kleine Z. Und jetzt schlagen wir ganz keck an. Guck, da ist es. Setzen ein Pünktchen nach. Jetzt knallen wir auf den Umschalter. Sehen Sie, da kommt der Wagen. Und hacken ein großes B hinterher. Guck. Jetzt lassen wir den Wagen wieder kommen. Nochmal ein Pünktchen tun, hat in einer Reihe geknattet. Toll. Würden Sie bitte so freundlich sein und für mich ein Diktat aufnehmen? Bitte was? Ein Diktat aufnehmen. Aufnehmen. Oh, ich nehme sofort auf. Moment. Wo wollen Sie denn hin? Was ist jetzt los? Ich gucke, wo es hingefallen ist. Würden Sie erst einmal einspannen? Bitte was? Einspannen. Einspannen? Ja. Ah ja. Schauen Sie, hier haben wir den Wagen, den kennen wir beide. Ja. Und wo stehen jetzt die Pferde? Ich meinte einen Durchschlag, glaube ich. Einen was? Ich brauche dazu einen Durchschlag. Ach, Sie meinen ein Sieg. Wollen Sie Thüringer Klöße machen? Herr Frey, passen Sie auf. Da heile ich ein kleines bisschen Muskat dran, mach seine Brösel auf der Pfanne mit ein bisschen Butter und bisschen Mozzarella. Nein. Ich möchte eine Kopie haben. Eine Kopie mit Blaupapier. Womit? Mit Blaupapier. Ach, ist dieses Kohlepapier, was das Schwarzes und Blaupapier heißt, nicht? Sorry. Herr Frey, schauen Sie mal, das ist doch so schön weiß. Ja. Wollen wir es nicht so lassen, das Papier so schön weiß? Ja, doch. Also, schreiben Sie jetzt oder nicht? Also, ich diktiere, Sie setzen sich hinter die Maschine, bitte schön. Ja. Geht los? An die Deutsche Reichsbahn. Oben hin? Ja, oben hin, links, erstmal unseren Kopf, das ist doch selbstverständlich. Unseren Kopf. Ja, das geht, flach genug ist er. Bitte, der Köln. Jetzt geht's los an die Deutsche Reichsbahn. Eisenbahner Gewerkschaftsensemble, Ernst Moritz Arm. Ah! Was denn jetzt schon wieder? Ich hatte es geahnt. Kaltmangel, die Dinger springen weg, die Blasen. Haben Sie eine Nadelfeile? Ach, bitte, ja. Schreiben Sie erst mal. Wir wünschen Ihnen mit Ihren 90 Kindern und den Damen und Herren Ihrer Chöre viel Erfolg. Sagen Sie mal, geht das vielleicht ein bisschen schneller? Ich wollte, dass die Künstler das Ganze in Ruhe sehen. Also gut, danke schön. Das genügt mir schon. Das genügt schon? Das genügt jetzt. Ja. Da hätten Sie aber wirklich auch gleich telefonieren können. Die melden sich schon selber. Die Künstler schreien ja alle nach Pro. Kleinen Moment. Hallo, ja, hier Agentur Freilemann. Ja. Hier Agentur Freilemann und Söhne, bitte. Ja, hier ist die. Ich sagte, ich spreche hier. Sie werden Sie nicht spitz. Ja, hier spricht eine Dame, ich kann auch spitz werden, ja? Die Agentur Freilemann und Söhne, was ist das? Ah ja, entschuldigen Sie bitte, ja, Sie möchten ein Gesangsduett haben? Nein, damit kann ich Ihnen leider nicht dienen. Nein, kann ich nicht vermitteln. Was ist das? Glauben Sie ihm kein Wort, der lügt, dann lügt er furchtbar. Bitte sehr, bitte gleich vermitteln wir.